Hallo Zuri. Hallo Kat, wie geht es dir? Geht's gut. Und selbst? Gut, mein rechtes Ohr puckert ein bisschen, aber es geht. Ich habe mir nämlich eben, das ist auch direkt an mein Highlight der Woche, mal direkt knackig reinstarten in die Folge. Ja. Ich habe mir eben spontan, relativ spontan, zwei neue Piercings stechen lassen, eben im rechten Ohr. Unterer Helix wird das genannt und das andere, keine Ahnung, nochmal, ist auf jeden Fall nochmal da drunter. Und also das Stechen ist ja auch immer voll okay. Und was ich dann schlimm finde, ist, wenn dann das der Stecker durchgeht. Das finde ich dann nochmal schlimmer. Und jetzt ist es natürlich einfach, sind halt zwei Wunden im Ohr, das ist auch immer noch rot. Ich habe jetzt schon die Haare weggeklemmt mit so einer Zahnspange, wollte ich sagen, Haarspange. Und Ja. genau, es pocht halt jetzt noch ein bisschen, aber es ist auch Ja. schon viel weniger geworden und in einer Stunde wird es noch mal weniger sein. Und heute Abend zum Schlafen gehen ist dann auch weg, aber. Ja, musst aufpassen. Ah, du liegst ja eben nicht auf der Seite Nee, ich eigentlich. habe mir gut angewöhnt, auf dem Rücken zu liegen, zum Glück. Aber wenn dann, Ja. ja, da dachte ich auch schon, oh, da werde ich bestimmt wach, weil ich mich garantiert dann natürlich jetzt nur auf die Seite drehen werde. Ja, natürlich. So aus Prinzip. Ja, auch wenn du es nicht kannst, weißt du, das Ja, ist so. genau Drücke deswegen. nicht diesen Ja! Knopf. Ich will nichts anderes tun. Ja. Natürlich hatte ich auch gefühlt die ganze Zeit meine Haare hinterm Ohr, als ich dann nach Hause gefahren bin und war so irgendwann so, okay, die sind jetzt einfach davor, ist mir jetzt egal. Und ja, jetzt habe ich da die Klammer. Naja, so viel dazu. Aber es ist trotzdem schön, ich freue mich sehr, sie gefallen mir sehr gut. Ich bin sehr happy. Ich habe eben schon meinem Papa ein Foto geschickt. Mal gucken, was er sagt. Der ist ja kein Freund von meinen Tattoos und Piercings. Ja. Der ist Naja, bei aber die sind jedem ja so, niedlich. oh, noch eins. Ja, die sind Ja, niedlich. die Ja, sind finde ich niedlich. Die sind auch. auch so klein. Du Aber hast auch so kleine Ohren, dann sieht das gut aus. ja. Naja, meine Dumbo-Ohren. Oh, ich liebe deine Ohren. Ja, Hä, sie da ist sind doch richtig große. viel Platz für ganz Ja, viele für Piercings. Hunderte. Ja, Ja. ich glaube, das sieht nicht so cool aus, weil entweder würden sie so groß sein, weißt du, und dann würde es furchtbar aussehen. Also, Nee, weil ich ganz finde viele so. kleine Delicate Ja, aber Steckis. dann, ich glaube, dann würden sie einfach lost aussehen, auch wenn es richtig viele sind. Aber es ist auch voll okay. So. Okay, du kommst klar. Ja. Du hast ja auch ein Nasenpiercing. Ja, und Ohrlöcher, Ja, also eben. Und normale. als nächstes kommt das gemeinsame Bauchnabelpiercing. Auf gar keinen Fall. Das wollte Cat mir nämlich auch aufschwatzen. Ja, ich finde, das bei dir würde es süß sein. Weißt du, ich Wenn habe ich es schon so sitze, würde man vorgestellt. das gar nicht mehr sehen, weil das zwischen Ja. den zwei Speckrollen eingeklemmt ist. Bei mir auch. Weißt du, ich habe mir so auch ein ganz furchtbares, so blingiges vorgestellt. Weißt du, mit so Ja, einem Eiffelturm oder so einer natürlich. Blume oder so Ja, dran. wo sowas, da hängen noch so Steine dran runter. Ja, genau So so. eins. So, Aber so in wie so eine. rosa. Wie so ein Anhänger, also für so Ja. einen Schlüsselanhänger Ja, oder oder so. wie man, also das war bei mir in der Schule so, da hat man sich so Anhänger ans Handy dran gemacht. Ja, genau solch sowas halt in der Ja. Art. Und das baumelt dann. Oh, mit noch so einer Schleife. Ja. Oh mein Gott, ja bitte, so eine Schleife. Ich bin dabei, ich gehe wieder zurück. Ich Ja. lasse es mir direkt stechen. Siehst du, Zora? So habe ich es mir vorgestellt und du hast es Ja. leider nicht wahr gemacht. Stechen haben die da nicht gestochen. Das ist nur so ein Pop-up von einem Ah ja. Studio aus Köln. Wenn ich dran denke, warte mal. Piercing Studio. Meine Notizen hinterher manchmal, ne? Hier steht jetzt auf jeden Fall Piercing Studio. Naja, ich weiß ja, was gemeint ist. Ja, genau. Und dann aber so eine Stunde später was? Worüber? Vor allem mit unserem langen Thema gleich. Genau, aber die haben eigentlich ein Studio in Köln und das ist jetzt ein Pop-up in Düsseldorf als Test, aber die sind dann noch auf der Suche nach einem Laden. Deswegen machen die da gerade nur Ohren und Nase. Und Mm. ja, Nase habe ich ja schon. Und beziehungsweise das, wie heißt das, was dazwischen ist? Septum. Ja, das mag ich nicht so bei mir.
Bei dir Ja, hast du dir um es so mal über so schnell die Kurve überlegt. zu kriegen. Bei mir mag ich es nicht. Bei anderen finde ich es super ästhetisch. Super. Die haben, alle haben gefühlt auch ein Septum. Ja, so viele. Naja, aber so viele haben ja auch Ohrenpiercings. Also ich bin ja auch Ja, nicht alleine. voll. Jedenfalls, das war mein kleines, feines Highlight der Woche. Oh, und ich war letzte Woche auf dem ersten Rheinspaziergang mit einer Freundin. Da war nämlich auch Oh ja. einfach Frühlingsanfang und es war richtig schön und warm. Und ja, da sind wir, haben wir eine große Runde am Rhein gedreht. Am Rhein. Am Rhein. Ja. Sehr Und schön. waren dann noch Ja. so Küchlein essen. Ja, das alles in Pink, das habe ich gesehen, Ja. sorry. Das war sehr pink. Vom Getränk zum Essen war alles Yes. pink. Yes. Was ja voll cool Oh, ist. dazu noch ganz kurz. Da Ich hat gucke gerade jetzt. so Fotos, ich, also Septum, sorry. Alle Achso. meine Hamburg-Freunde haben Natürlich. Septums. Ich musste gerade mal Grüße sicher gehen gehen, raus an die weißt Alternativos. Die Mamis und Papis. Ja. Nein, es ist nur eine Mami. Jetzt neben Fritten. Erzähle ich Quatsch? Ich glaube, ja. Neben Ja, Frittenwerk ich in erzähle Quatsch. Düsseldorf an der Shadowstraße hat Ja. jetzt EL&N London aufgemacht. Oh ja, das Gibt ist es auch das auch alles in pink. Düsseldorf, in London? Genau, Ja, das ist das ist nämlich alles komplett pink. pink. Ganz viel Ja, das hatte rosa, vor. aber so krasse Törtchen. Ja, das hatte Also. vor. Als ich nach London gezogen bin, hat das so einen Hype. Da hat es, glaube ich, gerade Ah, aufgemacht. Und dann okay. gab es plötzlich überall Filialen und Ja. die gibt es, glaube ich, auch immer noch. Ja, da Ich ist wollte immer nämlich, da ist ein dahin, aber Törtchen war in noch Form nicht. von einer Himbeere. Ja, Ich habe es dir gerade sehr mal schön. geschickt. Und so Ja, ganz ich viele, glaube. so Erdbeer, wirklich so Torten. Und da möchte ich auf jeden Fall auch unbedingt Weißt du, was es auch reingehen. gibt, wo ich immer denke, dass ich da hingehe und dann doch zu Pret gehe? Immer, wenn ich das so oft mache. Ja. In da. Auf dem Weg, wo der Eurostar ist, also in dem Gang, wo der Eurostar ist, bevor man Ja. eincheckt, davor ist einer von denen auch. Ah. Also man läuft da praktisch vorbei, wenn du zum Einchecken willst. Ja, das nächste Mal, wenn wir das ne für zur nächsten Disneyland-Reise vorher noch mal dahin. Ja. Oder wenn du mich im Sommer in Düsseldorf besuchen kommst. Ja, da komme ich ja wo ganz anders her. Achso, nee, ich meinte auch, ich meinte gar nicht zum Taylor-Konzert, sondern ich meinte, wenn du dann die Woche kommst, die ich mir immer wünsche und für die du keine Zeit hast, was ja auch Ja, wenn ich fair keine enough Zeit ist. habe, wirklich. Ja, ich glaube, da würde ich trotzdem wahrscheinlich fliegen eher. Also Ja, aber einfach dann können weil. wir in Düsseldorf gehen, meine ich, Ach so, zu zusammen. dem. Das können wir auch zu Weihnachten machen, sorry. Ja. Wo ich ja auch komme, weil wir Karten schon haben. Ja, oh mein Gott, stimmt, das ist noch ein Highlight der Woche. Wir Also haben nur nämlich Highlights. Karten Kauten. für Laura Larssons OKF-Tour, Ortskontrollfahrt. Und die hat am 19. Dezember Abschluss in Düsseldorf. Und ich saß wirklich Mittwoch ab 11:30 Uhr, hatte ich die Website am Handy auf und habe geladen und aktualisiert. Und dann 12:01 Uhr, okay. Ich bin drin. Ich wollte dann Platzwahl aussuchen. Und dann war dann so, okay, in der Mitte der Halle, nicht ganz vorne, So im zweiten Bereich, ganz vorne. Dachte ich, okay, perfekt. Aber immer, wenn ich die Plätze angeklickt habe und dann weiterging, Tickets nicht mehr verfügbar. Nochmal gemacht, Tickets nicht mehr verfügbar. Und dann war ich so, okay, einfach Bestplatzreservierung und los und habe bezahlt. Und aber ich glaube, wir haben echt gute Plätze bekommen. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Und ja, dann ist halt jetzt auch für Cat dann die Verpflichtung, dann da zu sein. Aber ich da, also das hat ja vom Datum, also ich habe es natürlich vorher mit Cat abgesprochen. Ich habe sie nicht hinterher vor vollendete Tatsachen gestellt. Und das passt ja eigentlich so vom Zeitraum her, wo du immer kommst. Ja, genau. Nein, das wird schon richtig cool, da freue ich mich auch. Und das ist auch eine gute Überleitung zu meinem Highlight der Woche. Während du das nämlich gemacht hast, ich hatte gerade schon voll Panik gehabt. Kacke, ich habe gar kein Highlight wirklich. Aber ich war ja in Spanien, und das ist dann mein Highlight der Woche, weil während du die Tickets besorgt hast, war ich Ja. busy in der Brauerei, und habe
ja, eine Tour gehabt, ein Bier getrunken, ein Bier-Culture-Training gemacht. Aber es war richtig schön. Es war halt irgendwie cool, woanders zu sein. Ja. Aber auch alle waren super nett und es war Ja. richtig cool, halt die Brauerei auch zu sehen. Und es ist wirklich gut. Ich habe ja schon viele Brauereien in meinem Leben gesehen, sorry, in meinem langen, langen Ja. Leben. Die beste ist natürlich das Ürige. Ja, aber so, also auch so richtige Brauerei mit Brauereimuseum, so nicht so kleine. Aber wir lieben das Ürige. Aber so, sonst ist Brauereien immer so, ja, cool. Also, weil die Museen sind immer nicht so gut. Und Bier, auch wenn die was anderes sagen, wird immer relativ gleich hergestellt, sorry. Don't listen to them, wenn sie sagen, dass ihre Technik so und so und alles ist dasselbe. Bier ist Bier ist Bier. Es schmeckt halt anders, weil es verschiedene Sachen, also weil es verschiedene Sachen im Bier gibt. Nein, verschiedene Arten von Verschiedene Hopfen und Hopfen. genau, oder Getreide etc., was auch Hefe, was auch immer in ein Bier reingehört. Und dadurch kommt halt auch der Geschmack oder so. Und da war es aber richtig cool, weil es alles, das ein neue Brauereimuseum so von der Brauerei und man kann auch die Brauerei dann sehen, ist relativ jung. Und deswegen ist alles so super modern Oh, gemacht mit so ganz nice, vielen ja. so interactive Sachen und so Hologramm 3D-mäßige so Sachen, wo dir jemand was erzählt und man kann halt auch so Fotos machen mit so bestimmten Sachen wie dem Motorrad von der MotoGP, was ja dieses Motorradfahren ist, weil unser Bierkunde halt auch MotoGP und McLaren in der Formel 1 sponsort. Man kann dann halt ganz viele verschiedene Sachen machen. Man kann halt so alle so ganz viele verschiedene alte Bierwerbung sehen und die ganz, ganz verschiedene alte Flaschen und weißt du, solche Sachen, was ich halt auch Ja, mag. okay. Aber eben auch, man lernt eben auch, wie das Bier gemacht wird. Aber es ist alles so schön, weißt du? Es gab so wo man übers Getreide lernt, gab es so, okay, ich kann es nicht gut beschreiben, gab es so Plastikgetreide, so individuelle Halme, die dann halt so geleuchtet haben, so wie so ein Abendlicht auf einer Wiese. Und es sah halt Okay. so, sah richtig schön aus. Ich schicke dir gleich ein Foto. Ja, bitte. Ich kann es nicht gut beschreiben. Ihr müsst mir einfach glauben, es ist gut gemacht. Und da kann man dann eben auch verschiedene Getreidesorten probieren sozusagen. Es gibt so Ausschankdinger, wo du halt so raufdrückst und dann kommt ein bisschen Getreide raus. Weil manches ist halt geröstet und schmeckt dann ein bisschen mehr nach Kaffee und anderes ist halt, keine Ahnung, irgendwas anderes. Halt so. Und das verändert natürlich dann auch den Geschmack des Bieres. Und dann lernt man das so spielerisch. Und dasselbe gibt es auch beim Hopfenraum. Also da wird empfohlen, den Hopfen nicht zu essen, aber zu riechen zum Beispiel. Und manche riecht halt richtig hopfig und manche riecht halt weniger hopfig. Und so, je nachdem, zum Beispiel, was halt so im IPA und sowas benutzt wird, so Craft-Bier-mäßig, das ist Ja. super hopfig. Also schmeckt mir auch, wenn man das Bier trinkt. Aber dann auch den Hopfen mal so einfach in der Hand zu haben und zu riechen. Ja. Das ist halt richtig cool. Und man lernt auch, also die Brauerei ist halt in Galicien, in Nordspanien. Und man lernt dann halt auch so verschiedene Sachen über die Umgebung, über Galicien, über Spanien eben auch. Also, weil die Marke ist halt auch schon über 100 Jahre alt. Also, man lernt daran auch verschiedene Sachen der spanischen Geschichte und all sowas. Hä, Aber voll die jedenfalls, Erlebnistour. ja, es ist richtig cool. Also, ich kann euch empfehlen, wenn ihr in Galicien seid, vielleicht weil ihr auf dem Jakobsweg unterwegs seid, der endet in Santiago de Compostela, A Coruña, die Stadt. Jakobsweg. Ja, A Coruña, die Stadt, wo ich war, die ist halt eine halbe Stunde Autofahrt entfernt sozusagen. Die nächstgrößere Stadt in der Region sozusagen. Und die Stadt selber ist auch mega schön. Wir hatten auch noch eine City-Tour. Wir haben so viel gemacht, so wie Ja, so eine wirklich. Lifetime of So, wie Experience. lange wart ihr da? Mehrere Ja, Wochen. gefühlt. Ja. Ich auch schon am Abend war ich so, warte, war das heute alles? So, also echt. Echt viel, aber das war auch, glaube ich, wirklich mein Highlight, weil es einfach auch so schön war. Und man, auch wenn Ja. es Nordspanien über Portugal die Region ist, und halt ein anderes Spanien und deswegen auch nicht so warm, weil es halt März ist, war es trotzdem irgendwie, es war direkt an der Atlantikküste, sorry, aber es war trotzdem warm und sonnig und dann hat es aber auch irgendwann mal geregnet oder so, aber es war windstill, komplett windstill. Und ich Ja, hatte mir ja. voll angestellt, also so, weil es halt auch wirklich ja nur so 14, 15 Grad war, Ja. das ist halt so.
eher wie so Küste ist, weil es ja an der Küste direkt ist. Und Ja. der Atlantik ist ja auch so rau. Aber es war mega windstill, voll das schöne, angenehme Klima. Kann ich empfehlen, wenn man mal Nice. eine andere Spanien irgendwie sehen möchte. Und hat deine Kollegin es geschafft, Bier zu trinken? Konnte sie es sich angewöhnen oder hat sie nur so getan? Doch, also sie ist ja nicht der größte Biertrinker und eigentlich mag sie es Sie überhaupt mag gar nicht. nicht und deswegen wollte sie ja üben, Bier zu trinken, bevor es Ja. losgeht. Und hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Sie hat zwei von diesen Special Editions. Was Special Editions, die sind auch, also nicht so das Hauptbier, aber auch immer im Portfolio sozusagen. Die beiden mag sie richtig gerne. Und es gibt auch so ein Kellerbier, was halt ungefiltertes Bier ist, was es in England aber nicht zu kaufen gibt, weil alles da gebraut wird und das Shelf-Life ist nicht lang genug, das nach Okay. England zu Ja. schiffen. Aber das mochte sie auch richtig gerne. Und dann abends nach der Stadttour vorm Essen waren wir noch in der Bar kurz, einfach weil wir den ganzen Tag rumgelaufen sind und unsere Clients waren so, lass uns doch hier einfach einen Drink trinken vorm Essen. Und dann war ich so, oh, noch mehr Bier. Ich habe mir einen Wein bestellt und sie hat sich das Bier bestellt. Okay. Ja, also So, nicht schlecht. war Ja, gut. sie hat es geschafft. Klingt aber wirklich wie ja, so eine Woche auf War es auch Reisen. gefühlt. Ja, das Ja. ist verrückt, weil es ja irgendwie nur so all in all 1,5 Tage waren. Ja, es war wirklich nicht lange, aber Ja. also wirklich viel gemacht in der Voll Zeit. schön. Das klingt sehr gut. Und was auch noch sehr gut. Oh, jetzt hast du mir das Foto geschickt. Ja, das ist ein Video. Oh, ein Video. Das muss ich mir mal kurz anschauen. Hä, okay. So, ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Was isst du Ja, weißt da? Hast du da den Hopfen oder das Weizen, das Getreide, Getreide ja, gegessen? den Kaffeeweizen. Oh ja, es gab auch karamellisierten Weizen, der war auch sehr lecker. Oh, lecky. Oh ja, irgendwas mit Karamell will ich mir auch gleich noch holen. Wenn ich muss noch einkaufen gehen vor Ostern. Und ich brauche wirklich alles. Und unter Alles. anderem auch, ja, oh, jetzt habe ich auf irgendwas mit Karamell, hätte ich jetzt Bock. Nice. Auf Lecky. die Einkaufsliste irgendwas mit Ja. Karamell. Ich gehe in letzter Zeit immer ohne Einkaufsliste los. Richtig gefährlich. Oh, das ist nicht cool. Aber auch Nee. wenn man mit Einkaufsliste losgeht, dann kauft man das, was draufsteht, plus 100 andere Plus Sachen. Sachen. Ja, aber dann Vor allem, vergesse wenn ich. man Hunger hat. Ja, zum Glück habe ich eben schon gegessen. Nach Ja. dem Piercing hatte ich auf einmal so Hunger. Und dann war ich so, Das alles klar. glaube ich. Dann wird schon mal jetzt 4:30 Abendessen. Na klar. Ja, Aber ich werde warum bestimmt nicht? nachher noch. Ich habe noch so Popcorn von, ich glaube, die heißen Heimatgut. Und die machen so salzig und süßes Popcorn in einer Tüte. Revolutionär. Ja, dass es halt in einer Tüte zu kaufen ist. In Und die machen es Deutschland, aber auch ja. richtig lecker. Ja, in Deutschland ja. Ja. Ich glaube, da gibt es noch Ja, die. deswegen war ich nicht revolutionär. Ja. Aber die sind Was auch richtig die beste lecker. Mischung ist, sorry. Ich Ja. sag's ja immer, süß und salzig gemischt. Halt gut. Ja, im Kino und so auch immer nur das. Oh, so gut. Ich hasse es aber im Kino, wenn sie es nicht gut mischen. Ich Ja, gucke da wenn auch es immer einfach richtig immer so so rauf. Nicht, dass ich eine was Schaufel sagen da würde. oder so die Hälfte Ja. davon, die Hälfte davon. Oh, Nein, ich Mann, hasse eine es. Schaufel davon, eine Schaufel Ja. davon, eine davon, eine davon. Und dann wird zwischendurch auch nochmal, ich mach das gerade, geschüttelt. Ich Ja, zeig gerade, wie genau. Schütteln geht. Sch Damit es wirklich durchmischt ist und man nie weiß, welches man als nächstes bekommt. Ja, es ist auch voll gut im Mund, beides im Mund zu Oh haben ja, das zusammen. ist so Es ist lecker. ja Ja. viel besser als nur süß oder nur salzig. Ja. Obwohl ich eigentlich auch salzig mittlerweile lieber mag als süß. Aber ich finde, nur salzig ist irgendwann brennt mir auch der Mund. Es gibt auch verschiedene Abstufungen von Salz oder so schwarzer Pfeffer mit so ein bisschen Salz Oha, mag das ich ist auch krass. gerne. Ja, aber zum Beispiel dieses Heimatgut-Popcorn, die machen eben beides genau richtig in der Verteilung, also finde ich. So, dass man beides gut rausschmeckt, aber es nicht so super intensiv ist. Ich sag's, wie es Ja. ist, so die ganze Tüte, und das ist jetzt nicht so die kleine Tüte, sondern eine große Tüte, esse ich in einer Sitzung. Nice. Lieben wir. ja, apropos Ja. Kino und Filme. Wir haben ein Thema.
Der Und ist zwar schon schön. seit Wochen steht das bei uns auf der Liste und dann sind Dinge dazwischen gekommen, wie Andere wichtige ja, Themen. Sims-Updates, Disneyland. Ja. Einmal haben wir nicht aufgenommen, weil ich es vercheckt habe und weil ich kein Internet habe. Aber jetzt können wir endlich über Romcoms sprechen und zwar natürlich unsere liebsten Romcoms. Ich glaube, ich kann nicht den Plot von jedem Film erzählen, dann sitzen wir noch morgen hier Ja, ich und wollte gerade sagen, ich habe auch ja. einfach eine ganz lange Liste Ja, und es und gibt von noch den 100 andere. meisten, glaube ich, kennt man auch die Handlung. Ich würde jetzt Ja. immer so ausgewählt, wenn du irgendwie sagst, hä, okay, noch nie gehört, würde ich die Handlung nochmal so anreißen. Aber ich kenne uns ja sonst. Wenn wir irgendwie über Musik oder sowas reden, reden wir eine halbe Stunde über unsere ersten zwei Liedertipps und Und dann dann sind wir einfach, oh ja, so, das und ja, das und das. genau. Und dann rattern wir einfach nur noch irgendwas runter. Deswegen rattern wir einfach direkt von Anfang an runter, würde ich sagen. Ja, finde ich auch Oder? gut. Ja. Okay, darf ich anfangen? Ja. Nummer 1, Papi. Ich wette, also es ist kein Ranking, aber ich wette, du weißt, welches ich als erstes nennen werde. Sorry, das Lachen war völlig übertrieben. Und zwar 10 Dinge, die ich an dir hasse. Hate Und in about Klammern Bonus, die Spin-off-Serie. you. Oh ja, die habe ich nicht gesehen, Die aber. lief, glaube ich, damals auf Viva oder lief sie sogar auf MTV? I don't Ja. know. Und da spielt, glaube ich, auch nur noch der Vater aus dem Originalcast mit. Oh, Nelly zerstört das Sofa, nicht irritieren lassen. Ja, und ich liebe beides. Ich heul jedes Mal. Eine Zeit lang haben meine Freundin und ich, wenn wir freitags bei mir waren und Pizza bestellt haben, haben wir immer den Film geguckt. Und mein Vater hat Ja. jedes Mal gefragt, wollt ihr nicht auch mal was anderes gucken? Und wir, nö. Er immer so Nö. total resigniert, weil er halt im Wohnzimmer war und da hat er dann noch am Laptop gearbeitet. Dann waren wir so, okay. Aber er hat uns jedes Mal Schokorosinen mitgebracht. Und ich habe jetzt zum Beispiel, ich glaube zu Weihnachten war das, auch nochmal welche von ihm geschenkt bekommen. Ist halt lustig, weil ich dann wirklich eine eingepackt eine Packung Schokorosinen bekomme. Weil die halt im Film, aber auch nur im Deutschen. Im Englischen sagt er irgendwie Karamell-Toffee oder irgendwie sowas. Ja, das Ja, gibt's in Deutschland ich nicht. wollte gerade sagen, das gibt's nicht. Ja. Schokorosinen. Aber seitdem ist es immer der Gag. Ja. Und wir haben die dann auch immer gegessen. Ja, natürlich. Jetzt habe ich eigentlich auch voll Lust auf so eine Schokorosine. So, ich habe die noch hier. Sehr schön. Dann Hätte weißt ich du ja, das was du heute gewusst, Abend noch machen musst, Zuri. ja. Oh, mit dem Popcorn so vermischen. Das liebe ich ja auch, Ja. wenn man so gemischte Tüten macht, wo dann so Popcorn, irgendwas Schokiges, nochmal was Saures, wenn das so in einem ist. Ja, voll gut. Ja. Genau, und die Serie, ich glaube, die hat auch nur 10 Folgen oder so, dann wurde die direkt wieder abgesetzt. Aber die fand ich auch richtig gut damals. Lieben wir. Was ist auf deiner Liste? Mal auf meiner Liste Achso, wir gehen ist. abwechselnd, oder? Ja. Ja. 50 First Dates. Oh, süß. Ja, das habe ich auch gar, vor gar nicht so einer langen Zeit nochmal geguckt. Und ich war so, ja, weil das ist halt wirklich so eine romantische Komödie in dem Sinne, dass Ja. es einfach auch eine, einfach eine Komödie ist, die super Ja. lustig ist. Und dann eben noch The Ja, Romance. und mit dem Bruder, Ja. der ja Oh, auch bei Herr der Ringe mitspielt. ja, und aber auch einfach so dann am Ende, dass sie einfach wirklich so ein Leben dann haben, wo sie Ja, dann und jeden dann Morgen bitte aufwacht schau mit dir dem Video. dieses Video an. Und dann geht sie Ich raus. Ah ja, liebe. hier ist dein Kind. Ja. Und ich liebe einfach Drew Barrymore so. Sie Ja. ist so, also sie ist einfach lustig. Drew Barrymore ist auch so eine Rom-Com-Queen für mich. Ja, einfach weil sie so lustig ist. Ja. Alles an ihr ist lustig. Ja. I'm here for it. Yes. Ich habe als nächstes Kate und Leopold. Ja. Kennst du? Ja. Ja. Oh, das ist für mich auch so eine richtige Rom-Com. So zwei aus unterschiedlichen Welten und literally, Ja. die sich auch nicht so mögen und dann natürlich gegen alle Widrigkeiten sich verlieben und wird die Zeit die Liebe überdauern, bla, also so bla bla bla. Oh, und einfach Meg Ryan und Hugh Jackman. Träumchen, Ja. von denen, die hätte man öfter mal nochmal zusammen sehen sollen. Das stimmt. Ich mag auch Meg Ryan einfach total gerne. Ja,
Und Hugh Jackman. Hugh Jackman auch eigentlich. Gerade in also der hätte, glaube ich, mehr Rom-Coms machen sollen. Er war dann so in diesem Action-Ding und dann irgendwann in dem Musical-Ding. Ich hätte ihn gerne Er kommt mehr in ja auch vom Rom-Coms. Ja, ich Musical. weiß, aber trotzdem möchte ich ihn in Rom-Coms sehen. Ja, stimmt. Aber Gerne auch in ja. einer Gay-Rom-Com. Hat er nicht auch neulich gesagt, dass er nicht noch mehr einmal nicht mehr Wolverine sein kann, weil er zu alt ist und es einfach nicht mehr schafft oder so? Ja, vor allem, also der müsste ja wieder so ein, das ist halt so ein crazy Fitnessregime. Ja. Da hat er wahrscheinlich einfach keinen Bock mehr drauf. Ja, also auch nicht, also nicht mehr der Jüngste, Oh, Nelly sorry. liegt hier gerade auf ihrem Rücken. Ich glaube, sie wartet immer darauf, dass, also sie legt sich immer hin, wenn Daisy kommt. Ich glaube, sie wartet darauf, dass Daisy mit ihr spielt, aber irgendwie. Wenn Daisy dann Okay. zu ihr hinkommt, rennt Nelly übrigens auch weg. Also ist nicht so, als wenn es so einseitig wäre, das Problem. Tja. Ah, aber es sieht immer sehr süß aus, wenn sie da so auf ihrem Rücken liegt und dann alle Viere von sich gestreckt. So, kurzer Abschweif. Ja. ich habe dann. Achso, nee, ich war ja gerade mit Kate und Leopold. Ja. Sorry. Ja, du bist dran. Meins ist Hitch der Date-Doktor. Oh, cute. Ja, das Oh, ist wirklich den auch mochte ich eine als Kind voll Rom-Com. gerne. Ja, Ja. den mochte ich als Kind richtig gerne. Den habe ich, glaube ich, so oft geguckt. Crazy. Ja, ich habe den, glaube ich, damals auch im Kino gesehen mit FreundInnen aus der Schule. Das, als Und man Will halt wirklich Smith noch oft einfach. ins Kino gegangen ist. Ja, Also ich und weiß, du sich auch gehst mit solche deiner Filme Kinokarte angeguckt auch. Ja, habe. genau. Aber da hat halt auch eine Kinokarte 5, 6, 7 Euro gekostet. Ja, und vor allem muss ja auch nicht, man hat ja auch keine andere Möglichkeit gehabt, es Filme zu zu gucken. gucken. Ja. Also nicht so Beziehungsweise wie hier, irgendwann sind wo. die dann erst, keine Ahnung, ein Jahr später, 2 Jahre später dann auf ProSieben rausgekommen. Ja, und dann Einmal. irgendwie ein halbes Jahr später auf DVD und jetzt kommt es Ja. ja wirklich eine Woche später auf Sky raus nach Ja. Release. Ja, eben. Ha. Another Cinderella Story. Ja. Den habe ich auch so oft geguckt. Hilary Duff, Queen. Ich liebe sie bis heute. Ich bin so Ja. sauer, dass Lizzie McGuire die Serie nicht rebootet wurde. Ich folge jetzt dem einen Writer, der nämlich ganz viel Tiegespielt hat, wie die Serie hätte sein sollen. Ja, Lizzie McGuire, auch die Kinderserie, liebe ich immer noch. Chad Michael Murray, als er noch Chefskiss war. Ja. Oh, Und ich halt liebe einfach Hilary Jennifer Duff auch Coolidge. einfach. Ja. Ja, sie ist einfach hilarious. Ja. Und einfach Hilary Duff, ich wollte gerade schon sagen, Lizzie McGuire. To be fair, okay, ich weiß, dass Liz der Lizzie McGuire-Film keine Rom-Com ist, weil er einfach keine Comedy sein soll. Aber Ziemlich witzig. hear me out, sorry. Ich weiß nicht, ob man es gerade hört, aber hier fliegt irgendwo ein Ist irgendwas Helikopter durch. vorbeigeflogen? Ja. Ja, das hier immer noch. Oh, nein. Mal sehen, ich weiß nicht, was der macht. Wahrscheinlich irgendjemanden suchen. Bei Oh mir ging well. eben die Baustelle wieder los. Dann war ich so, Oh, yeah. oh, It naja. happens. Ja. Ja. Auf meine Liste 27 Dresses, sorry. Oh. Sie ist nur die Brautjungfrau und nie die Braut. Aber hast du das mitbekommen mit James Marsden, den wir jetzt leider canceln müssen? Nein. Ja, es ist doch gerade diese Netflix-Serie rausgekommen Ich über, wie mochte heißt die? den A eigentlich Quiet immer. Place? Heißt es so? A Quiet Und Set? ja, Ja, Nickelodeon, ja. genau. Was habe ich gesagt? Ja, A Ja. Quiet Ach Place, so, A nicht Quiet. auf Nickelodeon. Ach so, genau. Ja, aber Quiet über Place ist Nickelodeon. genau über A Quiet Set. Und da hat ja unter anderem Drake Bell erzählt, dass er beep-beept wurde. Wir sagen das Wort jetzt nicht, um gebannt zu werden. Aber er war ein Kind und da war ein Erwachsener, der seine Macht ausgenutzt hat. Sagen wir es so. Und dieser Typ sollte dann verurteilt werden und ins Gefängnis kommen. Und mehrere Celebrities, unter anderem James Marsden, von den anderen weiß ich nicht, ob es Namen gibt, haben quasi so einen offenen Brief geschrieben an den Staat, ans Gericht, wie auch immer das in den USA funktioniert, dass doch hier bitte der gute Brian Peck nicht ins Gefängnis geschickt werden soll. Das ist so ein guter Mensch, das ist so ein guter Freund von ihm. Ja, und das war doch alles gar nicht so. Und das hat James Marsden als Brief geschrieben und das wurde jetzt veröffentlicht.
Während Ja. Brian Peck halt als Kinder-Biribib verurteilt wurde. Und er, also James Marsden, wusste, was das für eine Anklage war und dann auch für ein Urteil. Ja. Well. Ja, Aber deswegen. 27 Dresses ist trotzdem gut. Genau, Das schaut ihn euch hat irgendwo. damit Geht nichts dafür nicht nochmal ins Kino, falls es irgendwann nochmal ins Kino gehen zu sollte. tun. Falls ihr Ja, dafür nochmal Rom-Com 27 Cent Revival. bekommt, schaut ihn euch so an. Wedding Planner steht bei mir auf der Liste. Mit, Ja. ja, mit J-Lo und Matthew McConaughey. Ja. Oh, ich liebe auch Matthew Matthew McConaughey. McConaughey, auch Rom-Com Queen. Er ist einfach so gut als Ja. Schauspieler. Ja. Und gerade zu der Zeit, oh mein Gott, wie der aussah. Oh. Und Jennifer Lopez auch. Oh. Ja. Ja, und die beiden zusammen, den Film habe ich auch so oft geguckt, meine Güte. Ja, ich mag J-Lo auch eigentlich voll als Schauspielerin. Voll. Also dieser neue Film klingt mir ein bisschen zu abgespaced, der jetzt auf Amazon Prime, glaube ich, raus ist. Welcher? Another World, Another Place. Oder irgendwie sowas. Sie ist da irgendwie in so einer Metallwerkstatt und dann wird auch gesungen und getanzt und dann ist sie in irgendwie auch im Weltall und dann ist sie mit, ich glaube, Maluma macht auch mit. Oder irgendwas. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich verlinke euch mal das Video. Oh, das muss ich mal kurz aufschreiben. Ich bin hier im. Warte mal. Kurz mein Passwort eingeben. Sekunde, Leute. Die Kritik zu dem neuen Film. Neuer Film J-Lo Kritik YouTube-Video. Ich schick's dir dann auch gleich mal. Ja. Weil das richtig. Also da wurde so versucht, die Handlung zusammenzufassen. Und das klappt halt nicht, weil das so abgedreht ist. Und alle waren so, hä, Also. wir verstehen das nicht. Und dann gibt es noch irgendwie die 12 Sternzeichen, sind dann auch noch mal da. Das sind dann alles so Gastauftritte, auch von so Jane Fonda und sowas, die dann da irgendwie als Schütze ist. Und ja, Also muss man gesehen haben, um es zu auf, verstehen. ja, und ich glaube auch nicht, dass man, also man versteht es nicht unbedingt danach auch. Sehr gut. Oder auch nicht. Ja. Aber J-Lo lieben wir. Ja, J-Lo Sie ist auch lieben so eine wir. kleine Rom-Com-Queen. Yes, auf jeden Auch Fall. The Backup Plan und auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatte sie auch so einen Amazon-Film. Irgendwas mit Wedding. Ja. Shotgun Wedding oder so. Oh ja, der war auch lustig. Ja. Und auch, ich habe ja Gigli auch geliebt. Hieß der Gigli? Mit Ben Affleck? Wo sie direkt stirbt in den ersten 2 Minuten? Ich habe den ja geliebt, den habe ich auch richtig oft geguckt. Und natürlich Made in Manhattan. Ja. Bester Film. Richtig gut. Ja. Ja. Oh. Machen wir beide Oh, jetzt gleich hab erstmal einen Jennifer Lopez ich. Ja, ich Marathon. war auch gerade so, oh, wenn ich nachher vom Cheerleading wiederkomme. Vielleicht habe ich ja einen Film, habe ich Zeit. Sehr schön. Auf meiner Liste, sorry, um bei James Marsden zu bleiben. Er ist einfach auch eine Rom-Com-Queen. Enchanted. Das ist so gut. So Es ist gut. so gut. Und er ist da drin auch echt herrlich. Also diese Ja. Rolle von dem nicht so Weird hellen Prinz. Prinzen Ja, ist halt einfach. eben. Und so, er sieht halt auch so aus wie einer, Ja, weißt du? So, es ist so wirklich. perfekt. Oh. Wirklich, ja. Und Amy Lieben wir. Adams eh auch. Ja. Queen. Sie ist auch so Queen. Sie Ja. ist auch die perfekte Fairy Tale Princess da Aber drin. wirklich. Hattest du auch das, den zweiten Teil gesehen? Nein, den wollte ich sehen. Der kam ja auch letztes oder vorletztes Jahr Ja, raus. Und ja. dann habe ich ihn, glaube ich, da habe ich mich auch voll gefreut. Ich glaube, wir haben auch Nachrichten oder so Der ist auch geschickt. Als lustig, ja. ja, ich glaube, ich habe den nie gesehen. Oder vielleicht habe ich ihn gesehen und einfach auch gleich Er wieder ist noch auf vergessen. Disney Plus. Ja, vielleicht habe ich ihn sogar gesehen. Sorry. Oh, das spricht nicht für ihn, wenn du dich gar Nein. nicht mehr dran erinnerst. Aber weißt du, diese Filme sind eigentlich alle ja dieselben. Ja. So same, same, but different. Die Ja. wenigsten haben jetzt, stehe ich jetzt wirklich heraus. So. Ja. Doch, Gut ich gegen habe den, glaube böse, ich, gut gesehen. gewinnt. Ja. Um Doch, ich alle habe ihn Rom-Coms gesehen. Ich zusammenfasst. habe ihn doch, ich habe ihn gesehen. Ja, Ja. Sind am Ende nicht. Die andere geht dann ins Fairy Tale oh. Land. Ja.
Ja, doch, da habe ich gesehen. Nee, aber die, nee, die Oder geht war es ja im auch schon im ersten? ersten Teil, geht sie Ach schon ins so. Fairy Tale Land. Vielleicht Aber habe im ich den ersten zweiten. gesehen in Preparation auf den zweiten und den zweiten dann nicht. Oder ich habe die beide geguckt und kann mich wirklich nicht dran erinnern. Musst ihn also einfach nochmal gucken. Ja, vielleicht auch das Sicherheitshalber. anstelle von J-Lo-Film heute Abend. So viele Möglichkeiten. So Sehr little time, schön. sorry. Sehr schön. Du könntest dir auch The Big Sick angucken. Der spielt. Sagt dir der was? Nein. Ja. Begeht auf. Besteht auf. Hä, wie sagt man das? Based on a true story. Mit. Oh, ich kann den Namen nicht aussprechen. Kumal Jamal, glaube ich. Und seiner Frau Emily. The Big Sick. Ja. Nee, Kumal Nanjiani, ich bin mir nicht sicher. Und Emily Gordon, die lernen sich kennen. Und sie ist aber eigentlich, sie ist dann ziemlich krank. Und natürlich verlieben sie sich trotzdem und dann geht es eben darum, wird sie überleben? Und das ist tatsächlich wie die beiden sich in, also die spielen sich quasi selber, die haben sich auch so in echt kennengelernt. Das ist so deren Oh, Lebensgeschichte. cute. Ja, und ne, also Spoiler, sie lebt noch, sie. So, genau, und die Krankheit, sie schafft halt, ja, ich kann schon nicht mehr reden, sie schafft es, diese Krankheit zu überwinden und ja. Oh, perfekt, perfektes Outcome. Ich habe, um mal auf einen sehr modernen Film zurückzukommen, was heißt modern? Auf Deutsch Rich, nein, Crazy Rich, überall anders Ah, Crazy Rich Asians, weil in ja. Deutschland kann man ja nicht Crazy Rich Asians sagen, weil dann würde ja niemand ins Kino gehen. So ungefähr das Marketing dafür. Bisschen kleiner Fail, weil er ist einfach super lustig und es sind wirklich Crazy Rich Asians. Und Wirklich. that's your favorite kind of rich people. Und er ist einfach so lustig, aber auch so real und aber auch nicht so dumm und so, weißt du? Also Ja. einfach als guter Film einfach. Und, aber trotzdem ja auch immer noch im Rom-Com-Genre. Auf jeden Es ist Fall. sehr weit gefächert, muss man dazu sagen. Aber den, wenn man den noch nicht geguckt hat, ich highly recommende ihn jetzt an alle. Wirklich guter Film. Nicht zu romantisch, nicht zu blöd lustig. Also wirklich guter Film. Aber auch trotzdem immer noch romantisch und ein Happy Ja, End. das Und stimmt. Oh, 50 erste Dates stand übrigens auch bei mir auf der Liste. oh Das ja. hake ich mal ab. Ja. Ich habe noch als nächstes, oh, den habe ich eine Zeit lang und ich schwöre, ich hatte da keinen Liebeskummer, einfach so aus Bock. Ich habe den, glaube ich, 2 Wochen lang Jeden jeden Tag Tag. geguckt, teilweise zweimal direkt hintereinander. Und Ja. zwar heißt der heißt auf Deutsch Lieber verliebt mit Justin Bartha und Catherine Ja. Zeta-Jones. Ja, Ja. er ist ihre Nanny, also von ihren Kindern. Und dann verlieben sie sich ineinander. Oh, herrlich. So lustige Szenen. Also das ist auch wirklich, man weint, man lacht, man freut sich mit denen, man verliebt sich mit in die. Ganz toller Film. Also den kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Lieben wir. Ja. Das ist auch ein guter Film. Einen anderen Klassiker, sorry. Groundhog Day. Oder Täglich grüßt das Murmeltier, heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Ja, muss man auch nicht so viel zu sagen, Nee. außer it's a classic. Wenn man ihn noch Yes. nicht geguckt hat, wo lebt ihr Ich wollte Leute? gerade sagen, was war da los? Hinterm Mond. Auch echt alt, 30 Jahre, 34 Jahre? So alt wie du warst. Nein, jünger? Ja, Nein, jünger. jünger. 30, 31 Jahre. Ich habe, ja. Aber so gut. So gut. Ja. Lieben wir. Es Ja. ist auch immer noch mein größter Albtraum, Groundhog Day in echt zu überleben, Oh also Gott. erleben. Also nicht mit dem Nicht in Murmeltier, dem, ja, aber nicht in auch nicht in Punxsutawney. Repeat. Nee, aber so genau dieses Groundhog Day, jeden Tag dasselbe zu haben, das ist größter Nightmare. Ja, bitte nicht. Ich habe noch den tollen Film mit dem tollen deutschen Titel Selbst ist die Braut Ja. mit Sandra Bullock und Ryan Reynolds. Ja. Ja, sie muss ihn heiraten, um ihr amerikanisches Visum zu erneuern, damit sie nicht zurück nach Kanada muss. Hm.
Genau, und dann macht sie ihrem Assistenten einen Antrag und eigentlich hassen sie sich. Und dann, sie sagt aber, glaube ich, sie promotet ihn oder so. Ja, den habe ich Und auch auf ja. der Liste, The Ah. Proposal auf Englisch. Ah. Aber ja, den Ja. gucke ich heute Abend, sorry. Einfach bis jetzt jeden Film. Ja, du musst mir heute Abend unbedingt schreiben, welcher es dann wirklich Wer es geworden geworden ist. ist, ja. Sehr Um schön. noch auf die andere Schiene der Romcoms zu gehen, wo es mehr Comedy als Rom ist, aber auch immer noch Rom, auch mit Sandra Bullock, Miss Congeniality Oh. oder Miss Amerika oder wie, oder nein, Miss ich, Undercover. Cover, ja. Miss Miss Amerika. Amerika, yes. Anmutig stand sie Sie hat sie da, da, die die Miss Miss Amerika. Amerika. Ich liebe den Film so sehr. What is your perfect day? Der 27. April. April, ja. All you need is a light jacket. Okay. Not too hot, not too cold. Den habe ich auch neulich erst geguckt. Der Also, zweite ist auch süß. der ist auch Es ist süß. natürlich kein Vergleich zum ersten, wie immer, aber trotzdem noch süß. Ja. Ja, ich habe auch noch Sandra Bullock, ein Chef zum Verlieben, Ja. im Englischen Two Weeks Notice mit Hugh Grant, und mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. Die nächsten Filme sind alle mit Hugh Grant, weil ich dann war, ja, oh mein Gott, und der und der. Ja, aber also Lieben wir. Hugh Grant und Sandra Bullock zusammen in einem. Herrlich, herrlich. So Also gut. wirklich, ja. Was zu, wirklich, das ist wirklich Rom-Com. Es ist wirklich Rom-Com, komm. Rom-Com, komm, komm, komm. Ja. Ich habe noch, was auch wirklich einfach Rom-Com, komm ist, Bride Wars. Oh, Mit, ja, mit Anne yes. Hathaway und Kate Hudson. Vielleicht Yes. gucke ich auch den heute Abend. It's a reoccurring theme, liebe ich. Ja, einer wird's sein, sorry. Bleibt gespannt, ich erzähle es euch allen nächste Woche. Ja, Dann am bitte. Ende Das gar da. nichts geworden. Ja. Aber, oh ja, auch so lustig, die beiden einfach, Best Ja. Friends und dann, nein, unsere Hochzeiten sind am selben Tag. Ja, und wie sie sich dann, wie sie ihr die Haare färbt und die Ja. andere sie orange sprayen lässt. Ja, es ist so lustig. So brutal. Ja. Hat eine richtig schlechte IMDb-Rating. Was? Ja, nur 5,5 von 10, sorry. Hä? 10 von 10? Ja, Der ich lacht wollte gerade sagen, alles. haben die Leute keinen Geschmack mehr oder Ja, was? wirklich, sind die dumm? Das Aber verstehe ich nicht. 4,5 von 5 am Amazon Ja. UK. Das ist besser. Oh, es ist so Wow. gut. Ich habe noch 4 Hochzeiten und einen Todesfall. Oh ja. Also ja, klingt traurig, ist es auch, aber es ist auch sehr witzig. Ich weiß noch, wie Es ist mein super Vater mir den zum lustig. ersten Mal gezeigt hat, weil er nämlich meinte, er hat den damals geguckt und in der ersten Minute wird nur Fuck gesagt und da wusste er, es wird ein lustiger Film. Ja. Das Was war wir für ihn wirklich der Grund, mir brauchen. den auch zu zeigen. Ja. I'm here for it. Ja, und der ist einfach so witzig und der Cast ist toll und ja. Ja. Einfach alles super. Ja. Ich hab noch, sorry, den ultimativen Klassiker. My Big Fat Greek Wedding. Oi. Der ja darf auf jeden Fall nicht auf der Ja. Liste fehlen. Dazu ist dann noch alles gesagt. Ja. Besser geht's nicht. Wirklich, auch Klassischer 10 von geht's 10 nicht. Punkte. Ja. Und dann habe ich mir hier, wie heißt das, so und so drauf gesprayt. Ja, das ist, sag ein Wort, irgendeins, und ich sag dir, dass es vom griechischen Wort Ja, abgeleitet stimmt, werden kann. ja. Oh. Mitten ins Herz habe ich noch den Film mit Hugh Grant und Drew Barrymore. Ja. Ja, wo sie Singer-Songwriter spielen. Herrlich. Herrlich. Ach. Also da kann man auch so lachen. Das Lied, er singt auch so, er ist ja aus so einer 70s-Band, der Sänger. Und es gibt auch ein Lied, Pop Goes My Heart. Das ist in meinen Lieblingsliedern drin. Jedes Mal, wenn ich das bei Shuffle, wenn das draufkommt, wird direkt laut gestellt und mitgesungen. Herrlich. Lieben wir. Hugh Grant auch. Das, es Ja. gibt, glaube ich, auch ein Musikvideo dazu. Falls ich das finde, verlinke ich euch. Goes my
hart. Ja, einfach so eine Mischung aus Aha, Take That Video. Witzig. Und Drew Barrymore eh auch immer zum Schreien. Ja, ich habe auch einen Hugh Grant Film oder eine Filmreihe, sorry, um dabei zu bleiben. Bridget Jones und alle Bridget Jones. Ich liebe Bridget. She's my spirit animal. Ich würde Bridget so gerne treffen in real life. Ich wünschte, sie würde wirklich da irgendwo an der London Bridge wohnen. Der letzte Alles gefällt ist mir nicht so perfekt. gut, das weißt du ja, aber... Ja, also... Es soll einen neuen geben. Noch einen neuen? Allegedly. Und auch hier sie, Colin Firth und Patrick Dempsey haben wohl schon zugesagt. Yeah, it's an easy way to make money, I would say. Ja, wirklich. Nein, also die ersten drei auf jeden Fall. Den vierten 20 Jahre, also naja, weißt du, ist es halt, man muss wenn halt... das Kind dann erwachsen ist oder das Kind dann als Teenager vielleicht dann ihre Probleme, Teenie-Mutter, Mutter eines Teenagers zu sein. Irgendwie so, I don't know. I love it. Ich habe natürlich noch den ultimativen Rom-Com-Film Notting Hill. Ja, der darf auf keiner Liste filmen. Ja, ich sag ja, ich war in einer Hugh Grant Downward Spiral. Ja, und jetzt spielt Hugh Grant nur noch Oompa Loompas. Schrecklich. Ich habe den ja mal live, ich habe ja quasi mit ihm zusammengearbeitet und der stand ja mal neben mir. Da war er richtig groß und total nett. Also der war, stand einfach so am Set rum und hat auf seinen Einsatz gewartet, stand da in seinem 70s-Kostüm und ich habe bestimmt dreimal hingucken müssen, bis ich ihn erkannt habe, weil der einfach so neben mir chillig stand, Hände in Hosentaschen, einfach sich das ganz in Ruhe angeguckt hat. Der saß nicht auf seinem Stuhl, der war sinnig in seinem Trailer. Nö, nö. Steht einfach da zwischen der Crew und wartet. Was eigentlich ja auch so ist, weil seine Person ist ja eigentlich auch Abstand nehmen. Ja. So. Um es mal positiv auszudrücken. Ja. Als ob das nicht auch ein Act wäre. Ich glaube, ich habe auch mal Hugh Grant gesehen im Hyde Park, als ich mit Vi spazieren war. Ja. Und ich bin mir sehr sicher, dass es Hugh Grant war. Vi ist sich da nicht ganz so sicher. Aber ich bin mir super sicher, weil ich würde Hugh Grant überall herkennen. Mhm. Und dann sind wir weitergegangen und da meinte Vi, guck mal, der Hund sieht aus wie Brad Pitt. Und da war wirklich ein Hund, der sah aus wie Brad Pitt. Und das hat das Ganze so ein bisschen undermined. Mhm. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es Hugh Grant war. So, siehst du, im Hyde Park chillen. Ja. Sehr schön. Hast du noch einen Film? Ja. Warte, ja, habe ja, ich hab noch. Ein paar. Ich bin gerade so durch die Liste gegangen, weil ich wollte auch nicht sagen, was du schon gesagt hast oder was ich schon gesagt habe. Ich habe noch 13 Going on 30 oder 30 über Nacht. Yes. Auch einfach Jennifer Garner ist auch einfach ein Hero. Lieb sie. Wirklich. Ja, und auch die, Jenny. Ja, die 2000er auch einfach Prime Rom-Com-Jahre. Cool. Auch alle ihre Outfits würde ich so anziehen. Ja. Außer vielleicht die Essstäbchen in den Haaren, aber ansonsten. Nein, die dürfen auch sein. Und dann, ich habe einen Film mit Fragezeichen. Der ist, weiß ich nicht, ob der so Com ist. Zauberhafte Schwestern. Da war sag so, mir was. Ja, mit Sandra Bullock und Nicole Kidman. Das sind so magische Frauen, die aber einen Fluch haben aus der Familie. Wenn ein Mann sich in sie verliebt, dann stirbt der Mann. Und dann verlieben sie, also das, und dann, also die beerdigen die dann auch irgendwie immer und ja, keine Ahnung. Und dann aber verlieben sie sich natürlich richtig und versuchen halt alles dagegen zu gehen, dass die der Mann sich nicht auch verliebt, damit der dann nicht stirbt. Genau, aber deswegen war ich so, es ist sehr rom, aber also es ist auch jetzt nicht kein düsterer Film, es ist jetzt nicht wie Wednesday oder so, sondern halt so ein 90s Rom-Film, aber es ist halt auch nicht nur eine Rom. Deswegen mit Fragezeichen. Es gibt ja auch verschiedene Rom- Subgenres. Ja. Ja. Ich habe noch, den hatte ich auch auf DVD, ich weiß nicht wieso,
Ich glaube, der war einfach so in so ein 3 für 10 oder sowas. Ja, Ich weiß, kann geil. ich. Oh. Aber den habe ich dann auch voll gemacht. Aber der ist auch sehr traurig. Es ist eine Rom-Com-Dramedy. Sehr schön. Sorry. Nämlich Elizabeth Town mit Orlando Bloom und Kirsten Oh, Dunst. ja, den hatte ich auch auf DVD. Ja, wahrscheinlich gab es den in so einem DVD-Bin beim Saturn oder bei Penny oder sowas. Und der ist ja auch eher traurig. Den werde ich heute Abend nicht gucken, sorry. Weil der ist schon echt, weißt du, so Ja. eher traurig. Dann Ja. lieber meine Empfehlung. Im Englischen heißt der Something Borrowed, im Deutschen heißt der Fremdfischen. Da bin ich drauf gekommen, weil ich gerade Once Upon a Time wieder gucke und da spielt nämlich auch Ginnifer Goodwin mit. Und in dem Fremdfischen spielt auch Kate Hudson mit, John Krasinski und das sind quasi zwei beste Freundinnen, eben Ginnifer Goodwin und Kate Hudson. Und Kate Hudson schnappt sich dann quasi den Typen, in den Ginnifer immer heimlich verliebt war. Und dann geht es aber irgendwann los, dass der Typ da kurz vor der Hochzeit natürlich auch Gefühle entwickelt. Und dann gibt es noch John Krasinski, den besten Freund, der dann auch Gefühle äußert. Und dann ist es so eine Vierecksgeschichte, sogar eigentlich Fünfecksgeschichte. Ja, wo es dann eben so hin und her geht. Aber es ist auch lustig. Also es klingt jetzt auch sehr ernst, aber es ist sehr lustig. Nice. Ja, und sehr süß gemacht. Und halt, ne, Kate Hudson ist eh gut. Und Ginnifer Goodwin ist auch Ja. ganz toll. Nice. Ich habe auch noch, sorry, das ist wieder bei den dummen Romcoms. Forgetting Sarah Marshall. Oh. Auch halb gecancelt natürlich. Aber trotzdem ein sehr guter Film. Ja. Sehr lustig auf jeden Ja. Fall. Schnell zum nächsten. La la la. Ja. Das haben wir gar nicht empfohlen. Das Haus am See mit Keanu Reeves und Sandra Bullock. Oh, ich liebe Keanu Reeves. Ja, kennst du den Film? Ja, kenne Ja, ich. wo die sich da schreiben sie sich Briefe im Briefe. Briefkasten und dann Ja. passieren Dinge. Und sie fallen in love. Yes, halt über ihre Briefe. Genau, also ob es halt Comedy ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall auch ein Subgenre vom Romcoms, würde ich Ja. sagen. Ich habe auch noch, um darauf anzuknüpfen, was auch nicht super lustig ist, aber auch Rom-Com ist, aber auch eigentlich nicht, aber schon. Also weil es einfach ein Comedy-Film auch ist. Juno. Oh, Aber es ist eben halt anders als eine jetzt andere Romcom. Com, Ja. als Forgetting Sarah Marshall, aber ein sehr guter Film auf jeden Fall. Den Yes. habe ich neulich auch erst geguckt. Den gibt es auch auf Ja, Disney ich habe den, Plus. glaube ich, letztes Jahr oder so geguckt. Der Ja, mit ist richtig neulich meine ich cute. alles vom Ja. Oktober bis jetzt, so ungefähr. Ja, mit letztes Jahr meine ich das ganze letzte Jahr. Kann auch Ja. wirklich vor 12 Monaten gewesen Ja. sein. Ich habe noch, während du schließt, auch mit Sandra Bullock. Ja, genau, auch so die traurigere Rom-Com. Aber auch Sarah sehr Bullock schön. hat gefühlt auch nur Romcoms Ja, gemacht. vor allem, also in den 90ern, Anfang 2000ern, war sie Ja. wirklich eins der Rom-Com-Girlies. Das stimmt. Ich liebe sie auch. Sie ist so gut. Ach. Ja, es wird auf jeden Fall ein Sandra Bullock-Film sein, glaube ich. Heute Abend meinst du? Ja, ich habe mich entschlossen. Das wird sich noch Sehr zehnmal gut. ändern Ja, bis auf jeden dahin. Fall. Ja. Ich habe noch, und das ist auch mein letzter, The Ugly Truth mit Catherine Ah, Heigl, ja. als Und sie Gerald aufgehört hat. Butler. Genau, als Ja. sie aufgehört hat mit Grey's Anatomy. Und dann. Yes. Der ist Sie hat einen lustig. eigenen Film. Und dann Ja. hier, Ja. ja. Ich habe Der ist noch auch lustig. Verrückt nach Steve. Den, weißt du Oh noch, den wir ja. zusammen geguckt haben? Ja. Ja, wo Sandra Bullock die Goldene Himbeere für die schlechteste Schauspielerin gewonnen hat. Und wir haben den geguckt und wir lieben den. Ja. Ja, einer der besten Filme ever, würden wir fast schon sagen. Auf jeden Fall. Vor allem einfach alles mit Sandra Bullock. Ja, Again. und sie spielt So gut. einfach, sie ist so Banane in dem Film. Herrlich. Ja. Auf immer und ewig habe ich noch. Mit Drew Barrymore als, also so eine Cinderella-Variante. Ja. Ja. Und dann auch mit Fragezeichen Bandits.
der deutsche Film mit der Girly Band, die aus dem Knast ausbricht. Was? Kennst du die Bandits nicht? Mit Katja Riemann und Jasmin Tabatabai und Nein. Nicolette, wie heißt sie? Nicolette Kibritzky oder so. Nee. Und die entführen dann auch so ein männliches Model und das dann die Geisel und am Ende will er gar nicht mehr gehen und so. Und sie singen halt die ganze Zeit und es ist so ein, vielleicht auch ein Roadmovie, keine Ahnung. Aber irgendwie, es geht halt um Liebe untereinander, zu denen diese Frauenfreundschaft. Ja. Hä, dass du den nicht kennst, krass. Ich guck gleich mal, wo der, ob man den irgendwo gucken kann. Weil it's worth it. Katja Riemann, Jasmin Tabatabai, Nicolette Krebitz heißt die und Jutta Hoffmann. Hannes Jannecke spielt auch noch mit. Und wie heißt noch mal dieses Model? Andrea Sawatzki spielt auch mit. Okay. Natürlich spielt sie, und die spielt auch in Die all den spielt Filmen überall mit, mit. die auch meine Eltern gucken Ja, im Werner Fernsehen. Schreier spielt das Model. Der war auch zu der Oh, Zeit so Calvin Klein Model und wirklich. so. Die 3 Wochen vor Weihnachten gibt es auf der ARD nur deutsche Spielfilme. Am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitagabend. Und in jedem ist sie drin. Und überall spielt sie die Mutter, die halt so halbglücklich in ihrer Ehe ist. Ja. Aber dann ist die Ehe am Ende immer gefixt und das große Weihnachtswunder passiert. Ich kenne sie Ja. alle, sorry. Wie kann man so viele Filme drehen in einem Jahr, die alle nur an Weihnachten ausgestrahlt werden, wo sie überall dieselbe Rolle spielt? Ja. It's crazy. Und die Häuser sehen nicht mal anders aus, sorry. Ja. Und diese eine, die wir auch, wie hieß sie? Lisa Maria Potthoff oder so ähnlich. Heißt sie Lisa doch Maria Lara Potthoff. Maria Potthoff, wo ich meinte, hier, wenn ich bei meiner Oma bin, egal welchen Film wir gucken, die ist da drin. Und dann habe ich sie dir gezeigt und du so, ja, die kenne ich auch. Oh ja. Yeah. Ja. Ich google gerade Lara Maria Potthoff. Oh, sie Ja. hat ein Insta. Ja. 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 Das Ach, so Gesicht kennst du auf nervig. jeden Was Fall. heißt nervig? Sie Das ist sind halt immer überall dieselben dabei. drei. Das war Ja. wirklich auch. Und dann haben wir einen Krimi geguckt, ist sie die Kommissarin. Haben wir einen anderen Natürlich ist Krimi sie da. geguckt, ist sie die Verdächtige. Na Ja, klar! natürlich. Natürlich. Es gibt ja auch nur 3 Sachen, die in Deutschland produziert werden, Na mit klar! den 3 SchauspielerInnen, die es immer gibt. Wirklich. Hast du einen gesehen, hast du auch alle gesehen. Ist so. So wie bei den meisten Romcoms, die wir gerade vorgestellt haben. Und Die sind alle fairerweise. individuell. Ich habe Ja. übrigens noch welche, die kann ich einfach Ja, runterrattern. erzähl Und zwar einfach. alte Filme. Ja, Wirklich alte Sleepless Filme. in Die haben meine Seattle. Eltern mit mir früher geguckt. Und zwar, ich habe auch extra die deutschen, weil mir ganz viele Namen nicht mehr eingefallen sind. Ich habe auch noch mal die deutschen Titel extra rausgesucht. Und da ist auch Cary Grant, Rock Hudson, Doris Day, Oh, Katharine Doris Hepburn, Day. Sophia Loren, Marilyn Monroe. Die machen da alle immer in irgendeiner Kombi Ja. mit. Jack Lemmon auch noch. Bettgeflüster, Ein Hauch von Nerz, Ein Pyjama für zwei, Spionenspitzenhöschen, Schick mir keine Blumen, Hausboot, Leoparden küsst man nicht, Arsenenspitzenhäutchen. Leoparden küsst man nicht. Den habe ich im Kino gesehen neulich. Letztes Jahr, vorletztes Jahr in Berlin, Der in ist so gut, Schwarz-Weiß. oder? Ja, genau, das Ich sind wollte nur alles sagen, Schwarz-Weiß-Filme. dass ich den gesehen habe, aber Ja. eben, er ist kein neuer Film. Nein, genau. Oh, der ist so lustig. Oh mein Gott, diese Frau, Ja. wie das gesch. Oh, ich liebe diesen Film. Der ist wirklich unter Ja. meinen Top 5 Ever Film, einfach weil sie so ein furchtbarer Charakter ist. Und ich. Wie heißt der Babe oder so, der Oh, keine Leopard? Ahnung. Ja, oder Baby, irgendwie sowas, der hat auch so einen ganz dummen Namen. Natürlich. Und wie sie das Auto ständig kaputt fährt. Oh, Also, weißt, das ist ja einfach ja. auch so ein dummer Haar, Frauen können nicht Auto fahren, willst. Aber er ist Ja. so gut da drin, weil sie ist halt wirklich so eine Person, wo man sich voll vorstellt, dass sie Das auf ist ja jeden halt Fall nicht wirklich, wie Auto es fahren ist. kann. Ja. 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 Oh, da bin ich Genau. voll dabei, sorry, bei dem. Ja. Arsen und Spitzenhäubchen. Blondinen bevorzugt. Manche mögen es heiß. Wie angelt man sich einen Millionär? Natürlich noch. Audrey Hepburn ist auch dabei. Ein Herz und eine Krone. Ein süßer Fratz. Und zum Schluss Sabrina. Da weiß ich jetzt Sabrina. auch nicht, ob das Comedy ist, Sabrina. Aber es ist ja auf jeden Fall sehr romig. Sehr romantic. It has a little bit of Ja, und ich habe romance. festgestellt, die möchte ich wirklich alle nochmal sehen. Auch so die ganzen alten Filme. Ja. Aber was ich auch neulich geguckt habe, neulich auch vor ein paar Jahren mit meinen Eltern,
Operation Petticoat, das ist nicht so wirklich rommig, aber die sind auch alle verliebt oder verheiratet oder so. Ja. Oh ja. Aber Oh ja. mit der Mit pinken dem pinken Submarine. U-Boot. Ja, Ja. das ist auch so gut. Und da können Frauen auch kein Auto fahren. Das sage ich, so gar keine Frauen tauchen wirklich auf. Also doch, ja, schon irgendwie. Aber Doch. so eine Szene mit einer Frau und sie, upsi, Auto kaputt. Am Upsi. Ende, weißt du, auch noch am Ende, als sie schon wieder am Ja. Land sind. Liebe mir. Immer, die ganze Zeit. Oh, ich habe übrigens gerade eine Absage bekommen. Ich hatte an einer Ticketverlosung teilgenommen für die Oh. Campino-Gastprofessur an der Heinrich-Heine-Uni. Ich habe eine Oh. Absage bekommen. Düdüm. Schade. Ja, genau, weil das so beliebt ist, diese Gastprofessuren, kann man da halt wirklich nur ein Ticket für gewinnen. Man kann da nicht Ja. einfach so zu der Vorlesung gehen. Und der ist irgendwie 2 Tage ist der da. Ja. Mit der meine ich Campino. Der Und der Campino. Campino. Daddy das Ja, Campino. genau. Und dann. Lieben wir. Hat Daisy gerade einen Käfer gefunden bei mir? Die ist auf einmal aufgesprungen und Oh oh. schnappt nach irgendwas. Jetzt fliegt das bei mir durch die Wohnung. Schnell Buchtipps und damit ich das fangen und Fenster öffnen kann. Hast du einen Oh Buchtipp für ja. uns? Ja, hab ich, sorry. Und zwar einen anderen. Also mal was anderes. Okay. Kochbuch lieben wir. Ich habe jetzt einen ausgewählt, aber stellvertretend gibt es noch andere. Sie sind wieder, machen wirklich gute Rezepte, muss ich dazu sagen. Auch schnell gemacht, die meisten. Und wirklich super lecker. Die haben auch eine Website, also man muss die Kochbücher nicht unbedingt kaufen. Aber sie sind auch gute Coffee-Table-Bücher. Und zwar von Mop, Fresh Mop. Mop ist ein englisches so Unternehmen, so wie Tasty ungefähr, was so, so Ah, Videos macht. Mit denen hatten ja. wir auch vor ein paar Jahren mal so eine ganz große Partnerschaft gemacht. Und die sind wirklich cool. Ich mag auch die Leute, die da arbeiten. Alles 10 von 10. Und die Essen sind wirklich lecker. Und ich gehe auch ganz oft auf die Website, um mich einfach nur inspirieren zu lassen. Und Fresh Mob ist, ich glaube, vielleicht nicht das Neueste, aber eines der neueren Kochbücher von denen. Also sie haben relativ viele und alle sind gut. Es gibt auch Comfort Mob oder irgendwie Sex Ingredient Mob und solche Sachen. Aber Fresh Mob ist mein Lieblings, weil die Beschreibung sagt, over 100 tasty, healthy-ish recipes. Also, Healthy-ish lieben wir ish, auf jeden ja, Fall. also auch wenn sie vielleicht dann doch nicht so nur Salat sind, gefühlt, gibt es Ja. auf jeden Fall, weißt du, so Komponenten an, dass du deine Ja. Makros oder sowas zumindest hast. Und genau, es sind über 100 Rezepte in dem und genau, alles Balance, alles auch für verschiedene Diet Requirements, slash gar keine. Also super für viele verschiedene Sachen. Auch verschiedene Cuisines, also nicht nur jetzt britisch, aber vielleicht auch so ein bisschen italienisch mal oder solche Sachen. Es gibt zum Beispiel einen Karottenkuchen mit Tahini, also auch süße oder Dessert-Sachen oder gegrillten Hühnchenburger, Hähnchenburger, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Grilled Chicken Chicken Burger Burger. mit Avocado-Salsa und solche Sachen. Also wirklich viele verschiedene Sachen. Das Buch ist auch sehr schön. Es fühlt sich gut in der Hand an. Aber wie gesagt, das ist ja auch wichtig, gerade für so ein Ja, Kochbuch oder ein Coffee-Table-Buch. ja. Und wie gesagt, das ist jetzt nur stellvertretend, aber alle Mob-Kochbücher sind gut. Und die haben Und die auch richtig Website ist auch viele. gut. Ich war Ja, die gerade auf haben der richtig Webseite, viele, ja. genau, und auch richtig viele Rezepte auf deren Website und die sind wirklich alle mega lecker. Und ich habe ja auch die Newsletter von denen abonniert und es ist wirklich Oha. eine der wenigen Newsletter, die ich mir wirklich aufmache. Oh, Eigentlich die das war schön. einzige, die ich mir wirklich immer aufmache, neben meinen Other Stories, da klicke ich auch mal drauf. Um zu wissen, welche zwei Newsletter, die ich in meinem Leben aufmache, es sind genau die beiden. Also ich bin ein Fan und dachte, warum habe ich eines von deren Büchern noch nicht vorgestellt? Sehr Damit habe ich das schön. heute getan. Nice. Gibt es auch bei Thalia, also weil es verlinkt ist, aber da auch nur auf Englisch. Aber du kannst Ja, es in gut. Deutschland kaufen bei Rezepte sind Thalia. ja auch. Eben. Braucht man ja jetzt Also nicht so viel. sie sind universal und die Bilder der Essen, der Gerichte Ja. sprechen auch für sich selber. Sehr schön. meins ist was ganz anderes. Von Casey McQuiston. Scheiße, habe ich das schon mal vorgestellt? Ich warte mal kurz.
Casey McQuiston kann wieder eine von deinen 100 Millionen Autorinnen sein, Ja, die. nee, von ihr habe ich bisher nur Royal Blue Ich wollte vorgestellt. gerade sagen, die sowas Aber es schreibt. ist kein Fantasy. Nein, aber Mami so auch Schubert, so. das ist kein Fantasy, ich schwöre. Jetzt wieder im Buchladen irgendwo in der irischen Pampa oder so. Na, ja. Ja, ich freue mich, ich liebe solche Bücher ja auch, wenn du sie Aber ich bin halt vorstellst. so ertappt, so. Also, das Buch heißt I Kissed Sarah Wheeler. In Deutschen Ja, heißt es I Kissed Sarah Wheeler. Ich lese es gerade. Und zwar geht es um Chloe Green, die hat bald den Abschluss gemacht in ihrer kleinen Stadt in Alabama, wo sie mit okay, ihren das ist beiden Moms amerikanisch. lebt. Und sie geht auf so eine katholische Schule. Wow. Ja, und sie ist aber offen queer, aber auch so die einzige in ihrer Schule. Und dann am Tag vor dem Abschlussball oder am Tag des Abschlussballs küsst Sarah Wheeler sie. Und Sarah Wheeler ist das bekannteste Mädchen, nicht nur der Schule, sondern auch quasi in der ganzen Ortschaft. Und ihr Vater ist nämlich auch der Schuldirektor. Und dann verschwindet sie. Und Chloe Green will herausfinden, warum sie verschwunden ist und wo sie ist und was sie macht. Und das macht sie zusammen mit zwei anderen Jungs, einmal dem Ex-Freund von Sarah Wheeler und dann noch einem Jungen, den Sarah Wheeler nämlich auch einfach geküsst hat und dann weggegangen ist. Und die schreibt denen jetzt Briefe und schickt sie quasi wie auf so eine Schnitzeljagd, wodurch aber die drei immer mehr Geheimnisse sowohl von Sarah als auch von der Kleinstadt herausbekommen. Und jetzt ist halt die Frage so, A, lebt sie noch? Es gibt mir auch so ein bisschen 13 Reasons Why-Vibes, wo ja die sich selbst unalived hat, Briefe hinterlassen hat, damit die anderen rausfinden, warum sie das gemacht hat. Ja. Und so ist es gerade ein Vibe für mich, aber nicht unbedingt mit unaliven, sondern aus halt einem anderen Grund. Ja, genau. Und dass da, also ich glaube, es könnte noch, gerade ist es noch relativ leicht und ich glaube, es könnte noch relativ düster werden, dass die Chloe auf jeden Fall noch irgendwo reingerät, wo sie nicht Oh weiß, wie sie oh. wieder rauskommen soll und dann irgendwas Dramatisches muss auf jeden Fall passieren. Und ob sie dann von wem anders gerettet wird oder Sarah oder so, das kann ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Ich bin erst auf 100. Ich habe erst ein Drittel gelesen. 100 von 300 noch was Seiten. Aber es Tja, ist sehr gut sorry. bis jetzt. Ja, wir sind gespannt, wie das Yes. weiterhin sich auftaut. Ja, das Cover ist übrigens ganz schrecklich. Es ist Natürlich, ja. gezeichnet mit der blonden Sarah Wheeler drauf und sie schreibt halt die Briefe in so rosa Umschlägen und da sind drei Kussmünder drauf für halt die drei Leute, die sie geküsst hat. Und hinten die Beschreibung ist auch so als Brief aus einem Umschlag, auch mit drei Kussmündern. Hier, quirlig, queer und herrlich romantisch. Ist die Quirlig Beschreibung. queer und Und das herrlich ist schon eigentlich ein romantisch. Grund für mich, das nicht zu lesen, weil das so Ja, schrecklich es klingt klingt. furchtbar. Aber ja, bis jetzt finde ich es ganz gut. Naja. Und Nelly Mal kratzt wieder sehen, am wie es noch Sofa. wird. Ja, es Ja. hat sich angehört, als ob sie Flummi Ach spielt. so, ich will das immer nur sagen, nicht, dass es klingt, als würde ich hier mega einen abfurzen. Oh, ich schwöre, es ist Nelly. You So, never know. ja. Buchtipps findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich schreibe nicht jeden Film auf, den wir empfohlen haben, das wäre zu viel. Schreibt, hoffentlich habt ihr selber mitgeschrieben, hahaha, oder ihr hört die Folge nochmal. Die Buchempfehlungen gibt es auch wie immer in unserer Buchliste, auch die findet ihr in den Shownotes. Hört natürlich auch gern nochmal die ein oder andere Folge rein. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, also eine Bewertung. Und ich fütter jetzt schnell die Katzen, bevor hier mein Sofa zerstört wird. Bis nächste Woche. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss. Tschüss.